Hallo zusammen, ihr erinnert euch hoffentlich noch an mein Video von letzter Woche, in dem ich folgenden Vorhang-Grang thematisiert habe. Zunächst mal aus einer anderen Perspektive, aber letztlich ging es um dieses Spiel und in der Realität wurde das Blatt eben leider verloren, denn der Spieler hat nicht den Kreuz-Buben im ersten Stich gezogen und damit hätte er das Spiel unverlierbar gemacht, denn er gibt ja dann, egal wie schlecht die Karte verteilt ist, höchstens drei Stiche ab mit drei eigenen Luschen. Hat selber drei volle, es fehlen also nur fünf volle. Damit ist das Spiel dann erkennbar unverlierbar. Aber der Spieler hat versucht, hier seine Punkteausbeute noch zu optimieren, wollte mit der Kreuz-Lusche die Schneiderschance erhöhen und das ist ihm in dem Falle gegen drei Kreuz in einer Hand dann nicht gut bekommen. Ja, und zu diesem Spiel, zu diesem Vortrag, auch zu diesem Video, habe ich ein paar aufgeregte Kommentare bekommen. Mehr Kommentare als sonst und deswegen dachte ich, gehe ich da vielleicht nochmal ein bisschen weiterführend drauf ein, möchte mit euch also gerne mal dieses Kommentargold besprechen. Schauen wir uns das mal an, was ich da so gefunden habe. Also das erste, Christian Voss. Oh mein Gott, warum zieht er bei den drei eigenen Buben nicht den Pik Buben raus? Schneider kann man danach noch versuchen, da konnte eigentlich gar nichts anbrennen. Ja, Christian, im Prinzip ist die Analyse natürlich zutreffend, das Spiel ist unverlierbar mit Kreuz Bube. Allerdings ist die Schneiderschance dann schon ein wenig geschmälert, denn wenn auf den abgezogenen Buben eben eine blanke Kreuz 9 oder ein blanker Kreuz König fällt, dann fallen eben auf die Kreuz 10, gibt es eine Schmierung und damit ist der Schneider dann so gut wie unmöglich. Also es ist schon nachvollziehbar, dass der Kreuz Bube zwar im Siegsinne die beste Karte ist, aber genauso denke ich, kann man darauf kommen, dass im Schneidersinne eine Kreuz Lusche besser ist. Und man muss ja auch sagen, sehr oft wird das Spiel nicht verloren, auch nicht durch Kreuz Lusche. Also das ist natürlich eine Risikoabwägung, aber ich denke mal, das kann man irgendwo vertreten oder zumindest sollte man das nachvollziehen können. So, was haben wir hier? Richard schreibt, wenn ich schon drei Buben habe und dazu noch den höchsten, ziehe ich immer den Buben, erst den Buben raus beim Grang. Und das ist, was mir an der Aussage so nicht so gut gefällt, ist eben das Wörtchen immer. Ne? Immer und nie, das gibt es beim Skat eigentlich nicht. Es sei denn, dass man eben sagt, man sollte immer drüber nachdenken und nie mit Autopilot direkt eine festgefasste Meinung haben. Ich zeige zu dem Kommentar gleich einfach mal das eine oder eins von beliebig vielen Gegenbeispielen, warum das auch häufig mal wirklich als schlechter Zug gelten kann. So, gehen wir aber nochmal hier einmal weiter. TJ schreibt, der Lieblingsspruch meiner Skatbrüder oder einer meiner Skatbrüder lautet, an der Gier geht man Stier. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieser Stier ist, aber wahrscheinlich heißt das wohl, dass man an der Gier kaputt geht. Und ja, das ist natürlich auch die Wahrheit. Das ist aber auch gerade das, was Skat so interessant macht, dass es einen immer wieder diese Abwägung stellt. Reizen oder nicht reizen, Farbe oder Grang, 20 Augen drücken oder nur 10. Also manchmal gibt es da diese Momente. Aber trotz alledem ist es mir ein bisschen zu einfach, das jetzt nur auf die Gier zu schieben. Denn wenn du eben beim Skat erfolgreich sein willst, dann musst du eben versuchen, immer ein bisschen bessere Züge zu finden als deine Gegner. Die können ja auch alle Skat spielen. Und wenn man sich eben so ein Blatt anschaut, den Grang zu gewinnen, das gelingt eigentlich allen Spielern. Und wenn man dann eben sagt, ich versuche aber so ein paar Prozente extra rauszukitzeln, ich versuche hier mal nochmal auf Schneider zu gehen, dann ist das vom Grundsatz her eine Idee, auf die kommen entweder eben nur schlechte Spieler, jetzt einmal den Buben nicht zu ziehen, oder wieder ziemlich gute Spieler, die eben genau diese Idee haben, die ihr Ergebnis gegenüber der Konkurrenz ein wenig aufmotzen wollen. Und ja, das ist immer sehr zweischneidig, aber genau das ist der Spaß am Skat. Also an der Gier geht mein Stier. Wer da beim Skat noch nicht mal dran Stier gegangen ist, der hat es auch noch nicht richtig gespielt. Also ich bin in meinem Leben hunderte Male übel auf die Nase gefallen, weil ich eben ein übertriebenes Risiko eingegangen bin, was sich dann aber eben auch immer erst im Nachhinein natürlich manifestiert. Genauso häufig oder hoffentlich viel häufiger habe ich damit eben auch ein paar extra Punkte erzielt. Also die Gier und der Stier. So, und dann haben wir noch folgenden Kommentar. Holger schreibt, naja, davon ein Video zu machen ist schon albern, wenn Vorhand bei der Grang-Ansage so viele Fehler macht. Ja, also ich meine gerade, da würde ich insofern widersprechen, als erstens hat Vorhand, wenn dann überhaupt, hier nur einen schlechten Zug gespielt und der war hier dann vielleicht schon entscheidend, aber die Begründung, warum
es dafür auch eine Idee gab, die haben wir ja schon. Aber vor allen Dingen, was mir daran nicht so richtig passt, ist, soll ich denn jetzt hier nur Videos machen von Spielen, bei denen optimal gespielt wurde? Das kommt mir dann gerade auch ein bisschen steril vor. Also das ist doch gerade der halbe Spaß und ihr werdet fast nie eine Skatrunde finden, wo perfekt gespielt wird. Also dann auch gerade mit den Unschärfen, die eure Mitspieler einbauen, die trotzdem die Karte richtig zu interpretieren, dann entsprechende Spielverläufe zu finden, dann auch mal Spiele zu gewinnen, die eben eigentlich ungewinnbar sind, weil Fehler passieren. Das gehört doch gerade zum Skat dazu und das ist doch eigentlich gerade die Zutat für interessante Videos. So sehe ich das jedenfalls. So, nicht Mittelhand oder Hinterhand hat das Spiel gewonnen, sondern die Vorhand aufgrund der Spielweise das Spiel verloren. Ja, ich habe euer auch nicht behauptet, dass wir jetzt da richtig Schwierigkeiten hatten oder richtig geniale Züge gefunden haben. Es war, fand ich, ein sehr interessanter Verlauf, dass hier auf die Lusche erstmal nur mit der 9 mitgenommen wurde, dann auch der Alleinspieler wieder versucht hat, das Spiel zu retten, indem er taucht, das Ganze eben nicht geklappt hat. Also ich fand, der Verlauf war einfach präsentierenswert, weil eben relativ ungewöhnlich, aber klar haben jetzt hier die beiden Mitspieler nicht irgendwie das Skat-Verdienstkreuz erworben für diesen tollen Vortrag, sondern das war eben so ein typischer Verlauf, wo dem Alleinspieler sein Risiko, seine Risikobereitschaft zum Verhängnis wurde. So, und dann, beziehungsweise vom Blatt her auch nur ein Kreuzspiel, Kreuz Dame und 8 reichen da nicht, denn eine Analyse ist da fehlerhaft. Gut, das stimmt so nicht. Er gibt ja die Kreuz Dame gar nicht ab. Die entscheidende Geschichte hier, um zu erkennen, dass er wirklich nur drei Luschenstiche abgibt, ist eben, dass er auch vom Tempo nicht zu kurz kommt, selbst wenn alle drei Kreuzen in einer Hand sitzen, Kreuz Bube ziehen, danach Kreuz Lusche meinetwegen raus, es wird eine Schmierung, es wird Kreuz 10 genommen, danach kommt entweder direkt Karo oder es muss einmal gestochen werden, vielleicht wird er auch Herz eingespielt, aber selbst wenn er eben stechen muss, kann er danach noch einmal Kreuz von oben und Kreuz von unten ziehen und hat dann immer noch einen Buben, um den Kreuz-Damen-Stich hochzuspielen. Also das Spiel ist schon unverlierbar, wenn der Kreuz-Bube gezogen wird. Ja, das also so ein paar von diesen Kommentaren und dann möchte ich heute natürlich trotzdem auch noch mal ein neues Blatt zeigen. Also bleiben wir jetzt noch mal einmal bei dem Kommentar hier von Richard, ich ziehe dann immer den Buben. Stellen wir uns also mal vor, Vorhand hätte eben meinetwegen zu drei Buben. Sowas hier ist auch ein echter Klassiker. Also eine Viererlänge, zum Beispiel eben mit Ass 10 König und dann, ob da nun die Dame dabei ist oder eine der drei Luschen, auch in welcher Farbe das ist, ist völlig egal. Ob er jetzt hier beim Ass zu dritt den König mit einer Lusche hat, die Dame mit einer Lusche, oder auch zwei Doppelluschen hat und welche drei Buben er jetzt mit dem Kreuzbuben hat, das ist alles variabel. Deswegen kommt diese Karte zum Beispiel viel häufiger vor, als man jetzt erstmal glauben würde, wenn ich sage, genau dieses Blatt. Also da kann man auch einiges noch variieren. Und bei diesem Grang in Vorhand oder auch Grang Hand, wenn du jetzt wieder mit dieser Aussage kommst, dann ziehe ich immer erst den Buben raus. Ja, dann hast du eben jetzt wirklich deine Schneiderchancen eingeschränkt, denn das Spiel ist unverlierbar, egal ob du eben mit Kreuz Bube startest oder mit einer Karo Lusche. Und in dem Fall ist die Karo Lusche hier der korrekte Zug. Auch Karo Dame ist in dem Fall sogar gleichwertig, denn dann wird das Spiel eben nur dann schneiderfrei, wenn die Karte von Anfang an 4 zu 0 verteilt ist. Also mal angenommen, du hast vorher reingeguckt beim Handspiel, könnte jetzt natürlich auch noch ein Karo drin liegen, aber angenommen, du hast reingeguckt und hast ganz klassisch hier irgendwie was gedrückt, ne? Kreuz Dame und Herz Lusche oder sowas in der Art, dann fehlen ja genau vier Karos und in dem Moment, wo du jetzt hier den Buben ziehst, ist natürlich die Gefahr, dass der Spieler, der keinen Buben hat, eine blanke Karo abschmeißt. Das Spiel ist natürlich gegen Karo 2 zu 2 immer Schneider und gegen Karo 4 zu 0 so gut wie nie Schneider. Das heißt, die interessanten Verteilungen, gegen die du hier etwas bewirken kannst, das sind Karo 3 zu 1 Verteilungen und da ist es eben fatal, letztlich mit dem Buben zu starten, beziehungsweise was heißt schon fatal? Es geht da nur um den Schneider, aber jeder weiß, eben wenn du beim Skat die meisten Punkte holen willst, dann musst du eben auch optimal alles mitnehmen. Die Gegner tun das schließlich auch und dann solltest du hier nicht den Schneider verschenken, indem du mit einem Buben startest, sondern du solltest immer mit der Karo 8 starten. Das entscheidende Kriterium eben, das Spiel ist trotz alledem
unverlierbar, egal was passiert, selbst wenn die Karos 4 zu 0 stehen, selbst wenn es dann noch einen Überstich gibt. Das Spiel ist eben trotzdem nicht zu verlieren. Ja, und dann zum Abschluss wollte ich euch nochmal ein Highlight zeigen von einem meiner letzten Rocket-Turniere, bei dem ich mich absolut auch nicht mit Ruhm bekleckert habe. Lasst mich mal eben schnell die Karte raussuchen. So, da bin ich wieder und ich habe in diesem Spiel in Hinterhand, also lasst euch jetzt hier von den Zeichen nicht irritieren, das war jetzt eine Hinterhandpartie, ich habe sogar zwei Buben gefunden, das Ganze bei 18 und dann habe ich beim Rocket, war das mit vier Augen im Keller Kreuz oder zumindest zwei Kreuz gedrückt, ohne einen vollen, habe ich hier den Grang losgemacht. Ja, das denke ich mal ist vertretbar, das sollte man wohl in jedem Format irgendwie spielen, also auch im Punktspiel oder auf dem Turnier. Die Chance ist ja einfach sehr groß, den zu gewinnen, obwohl es natürlich mit diesen bestellten Zehnern auch ein Risiko gibt. Wie lief das Spiel los? Karo Ass, Karo Lusche, von mir der Karo König. Natürlich ein Wunschaufschlag, wenn man so will, aber trotz alledem noch kann sich das übel entwickeln, wenn jetzt etwa die nachgespielte Karo Dame gestochen worden wäre. Wurde aber nicht, es fiel die Lusche und damit mal die Frage in die Runde, ist das Spiel jetzt schon unverlierbar? Ja oder nein? Nein, es ist noch nicht ganz unverlierbar, denn es können in Herz eben noch 24 Augen fallen. Den Königstich können Sie mir nicht abmelden, aber es können noch 24 Augen fallen. Die anderen, die fehlen in 24 Augen, wenn Herz zu dritt oder zu viert dagegen sitzt. Und es fehlen ja noch zwei Kreuzvolle. Also 24 und 21 sind 45 plus die 15 liegen. 60 wären noch möglich. So, ich bin jetzt nicht direkt auf die Idee gekommen, den quasi optimalen Schneiderzug zu spielen. Das wäre nämlich hier der Herzkönig. Logisch, die anderen haben erst 15 liegen. Und wie ist ein Schneider möglich? Ja, gegen Herz 2 zu 2 Verteilung, bei dem Herz Ass und Herz Dame in einer Hand sitzen. Ne? Das wäre so der Weg und dann erzwingt der Herzkönig wohl den Schneider. Allerdings ist natürlich auch noch der siebte Karo unterwegs, also es ist dann möglich, dass noch der Pik-Bube den letzten Karo übersticht. Und deswegen habe ich hier erstmal, es ist natürlich auch möglich, dass der Pik-Bube Pik absticht, deswegen habe ich hier erstmal den Buben gezogen, getreu nach dem Motto, was wir eben auch schon so gehört haben, ich spiele doch erstmal auf Sieg und dann auf Schneider so ungefähr. So, da fiel der Bube und da fiel eine Herz-Lusche. Ja, und jetzt stand ich natürlich wieder da und kann abwägen zwischen dem optimalen Zug für Schneider und dem optimalen Zug für Sieg. So, wie sieht denn hier die optimale Zugfolge aus, um auf Sieg zu spielen und was geht vielleicht noch für einen Schneider? Ja, ich natürlich, ne, deswegen hier das Video, habe hier auch versucht, noch den Schneider mitzunehmen, obwohl die Chancen wirklich nach dem Abwurf der Herz-Lusche minimal war, also Herz 10 darfst du natürlich nicht spielen, wenn du hier Schneider spielen willst, die darfst du nicht mehr abgeben. Also müsstest du jetzt mit Herz König oder Herz Lusche fortsetzen. Ja, ein Zwischenzug Bube jetzt nochmal außen vor gelassen, der bringt dich natürlich nicht voran. Herz Lusche, falls das Herz Ass jetzt blank steht, aber nachdem deine Herz Lusche wegfliegt, eher unwahrscheinlich, soll er etwa aus der Dame zu dritt jetzt direkt abgeworfen haben oder soll er sich das Ass blank gestellt haben? Nein, unwahrscheinlich. Beste Chance jetzt immer noch, dass Herz Ass und Dame in einer Hand steht und der Spieler einfach den König vielleicht trotzdem mitnimmt. Soweit meine Idee. Ja, und was ist dann passiert? Herz, hier fiel jetzt keine Karo Lusche, ich zeige einfach mal die komplette Karte. Hier stand jetzt eben auch noch das Herz Ass zu dritt. Also wirklich auch ein bisschen Pech jetzt, dass der Spieler in Vorhand, der zweimal Ass, Dame, Lusche hat, im Aufschlag Karo trifft und nicht Herz. Aber so war es nun mal und jetzt war es für ihn natürlich auch nicht mehr schwer. Er hat den Abwurf der Herz-Lusche gesehen und der Partner hat tatsächlich die beiden Kreuzvollen. Jetzt haben sie mir das Ding genau so wunderbar auf 60 auch dann umgebogen. Und natürlich ist mir klar, dass das jetzt nicht der ideale Vortrag war. Im Sinne eines Sieges muss welcher Vortrag eben gewählt werden.
da du jetzt schon im Tempo kein Problem mehr bekommst mit den Buben, also es wird nicht mehr das Problem sein, dass du irgendwie Trumpf zu kurz kommst, ist es ganz essentiell, dass du erstmal die möglichen Einspielkarten abholst. Also für ein korrektes Endspiel muss Pik Ass und 10 gezogen werden. Und dann muss jetzt hier eben genau die Herz 10 kommen. Das ist eine Karte, die die Gegner ja nicht laufen lassen können, sonst wird es eben auch nicht mehr reichen. Und wenn die Herz 10 gezogen wird und mitgenommen wird mit dem 32er Stich, plus 15 sind 47, aber dann müssen sie jetzt wirklich noch die Kreuz 10 an mir vorbeiziehen. Und auch mit verdeckten Karten ist das natürlich die Idealfortsetzung im Siegsinne, denn das Spiel ist dann nur noch zu verlieren, wenn das Herz Ass auf dieser Seite zu dritt oder zu viert steht und wenn beide Kreuzvollen in Hinterhand sitzen. Das heißt, wenn ich nach dem Stich dann in Mittelhand wäre und hier etwa mit dem Pik König noch ein Zwischenzug gespielt werden kann oder mit der Kreuzdame, wenn die 10 da hinten sitzt. So, bei der vorliegenden Verteilung hätte ich damit das Spiel natürlich gewonnen. Also, da haben wir es wieder bei dem Versuch, Schneider zu optimieren, bleibt eben manchmal der Sieg auf der Strecke. Und da muss ich allerdings wieder sagen, war ich jetzt nicht unglücklich. Es war das Rocket-Format, es war kurz vor Schluss. Ich brauchte noch die Punkte und habe das, wenn man so will, bewusst so gespielt. Kleine Chance für Schneider, große Chance dadurch, das Spiel an die Rübe zu kriegen. Und da musste ich dann mal wieder mit der berühmten Glocke klingeln. Ja, dann hoffe ich, dass ihr auch mal über so ein Recap-Video über das Kommentargold euch gefreut habt. Schreibt mir gerne mal eben in die Kommentare, ob euch das Format auch gefallen hat. Und damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Morgen Abend natürlich wieder SenseGuard. Glocki freut sich schon auf euch. Seid dabei ab 21:30 Uhr und damit wie immer gut blatt.